Am Mittwoch war Wulf Gallert, Spitzenkandidat der Partei Die Linke, zur Landtagswahl 2016 zu einem Arbeitsbesuch in Dessau-Roßlau zu Gast. Nach einem Gespräch mit dem Oberbürgermeister Peter Kuras und dem Beigeordneten für Gesundheit, Soziales und Bildung, an dem auch der Landtagsabgeordnete Frank Hoffmann und der Vorsitzende der Fraktion Die Linke im Stadtrat Dessau-Roßlau und Kandidat für die Landtagswahl Ralf Schinnemann teilnahmen, trafen wir die Kandidaten im Ratskeller und wollten von Gallert wissen, was er aus den Gesprächen mitgenommen hat. Na, da nehme ich erstmal mit, dass es bisher ganz gut gelungen ist, die Flüchtlinge, die nach Dessau gekommen sind, dezentral unterzubringen. Und dass das eine deutlich bessere Variante ist, als wenn sie in irgendwelchen zentralen Einrichtungen hätten untergebracht werden müssen. Und dass man da in Dessau bisher eigentlich ganz gute Erfahrungen gemacht hat. Besser als in vielen Landkreisen, wo das deutlich schwieriger ist. In wenigen Tagen steht die Landtagswahl an. Für Gallert Grund genug, mit der jetzigen Landesregierung abzurechnen. Die fällt wirklich vernichtend aus, weil die Landesregierung hat in fast allen Bereichen, die man messen kann, zumindest im Vergleich immer mit den anderen ostdeutschen Ländern, eine verheerende Bilanz. Das wirtschaftliche Wachstum ist in den letzten 10 Jahren in den Nachbarbundesländern, in den ostdeutschen Nachbarländern 5-mal höher gewesen, in der Bundesrepublik 10-mal höher gewesen. Selbst da, wo die Landesregierung unmittelbar für verantwortlich ist, Schulen und Polizei, wir haben zu wenig Lehrer, wir haben zu wenig Polizisten, wir haben darüber diskutiert, dass die Hochschulen zusammengestrichen werden, wir haben darüber diskutiert, nicht wie Kultur weiterentwickelt wird, sondern gerade hier in Dessau zusammengestrichen wird. All das, finde ich, ist etwas, was für eine Landesregierung eine desaströse Bilanz ist. Landtagskandidat Frank Hoffmann hat besondere Wünsche für die Zukunft und hofft natürlich auf das Vertrauen der Bevölkerung. Für die Zukunft wünsche ich mir ein ordentliches Ergebnis für meine Partei. Wir haben uns in den letzten Wochen sehr intensiv und ernsthaft bemüht, der Bevölkerung Alternativen anzubieten, wie die Politik dieses Landes anders aussehen könnte. Da sind sozusagen Dinge drin, die auch, ich sag mal, der Situation, was die Bevölkerung an Fragen stellt, eigentlich Antworten liefert. Leider hat das im Wahlkampf an vielen Stellen nur unzureichend eine Rolle gespielt. Aber ich denke mal, wir werden trotzdem vielen Leuten erklärt haben, dass wir eine andere Politik, eine, ich sag mal, alternative Politik machen, die schon auch auf die Interessenslagen der Leute reagiert, können und wollen. Dass wir dann natürlich Bündnispartner brauchen, das haben wir wohl auch klar und deutlich gesagt. Nun können wir nur noch hoffen, dass etwas davon bei den Menschen angekommen ist und dass die dann also auch sozusagen über diese Wahlentscheidung, ich sag mal, eine Art Vertrauensbonus uns dafür ausreichen, dass wir das auch machen können, auch wenn es im Moment ein bisschen schwierig aussieht. Ralf Schönemann hat sich zum ersten Mal zur Landtagswahl aufstellen lassen. Seine Wünsche für die Zukunft betreffen in der Hauptsache die Stadt. Meine Wünsche sind, dass die Stadt Dessau-Roßlau in der zukünftigen Landespolitik eine wirklich gleichberechtigte Rolle im Kontext von Landesentwicklung spielt, dass die zukünftige Regierung Sachsen-Anhalts diese Stadt nicht weiterhin als zweitklassig führt. Die letzte Antwort obliegt Wulf Gallert. Auf die Frage, wo er seine Partei am 13. März 2016 nach 18 Uhr sieht, sagte er: Oh, ich sehe, dass wir ein gutes Wahlergebnis kriegen und meine inständige Hoffnung, und dafür kämpfe ich in den nächsten 3 Tagen, ist, dass wir eine rot-rot-grüne Mehrheit schaffen, um wirklich eine Aufbruchstimmung für dieses Land zu organisieren und auch eine Koalition, in der es ganz klar ist, wir suchen die Chancen, die es auch mit den Flüchtlingen gibt bei uns hier in Sachsen-Anhalt. Wir sind für Solidarität, Humanismus und Weltoffenheit und wir sind diejenigen, die dieses Land nicht abwickeln, wie in den letzten 10 Jahren diese Landesregierung gemacht hat, sondern wir sind diejenigen, die dieses Land entwickeln.